Jetzt stelle ich die Gäste vor, dann halte ich meine Klappe. Vielen Dank, Petra Bayer, dass du gekommen bist. Die Petra Bayer ist Nationalratsabgeordnete für die SPÖ. Sie ist unter anderem Mitglied im Justizausschuss, aber auch vor allem im Menschenrechtsausschuss. Die Petra macht sehr viel auch bei Initiativen gegen Rechts und im Menschenrechtsbereich. Ihr Themenschwerpunkt ist hauptsächlich Menschenrechte, unter anderem. Alfred Noll ist Universitätsprofessor Rechtsanwalt und seit dieser Legislaturperiode sitzt du auch im Nationalrat und schaust dir das einmal von innen an. Wie, glaube ich, allgemein bekannt ist, Liste Pilz, ich sage es der Vollständigkeit halber dazu, wobei wir heute keine parteipolitische Diskussion machen. Ich habe eingeladen aufgrund der Kompetenz der Person. Ne? Und der Alfred Noll, der war immer wieder schon im Republikanischen Club auf dem Podium und ist als Universitätsprofessor, der sehr viel und Interessantes auch publiziert hat, immer eine Freude zum Anhören. Wer auch sehr oft schon hier war, ist Hans Zeger. Vielen Dank, Hans. Hans ist Vorsitzender der AG Daten, beschäftigt sich auch schon lange mit Aspekten etwa eines Überwachungspakets und derlei. Hans war mal auch im österreichischen Datenschutzrat, zuerst fürs Liberale Forum und dann für die Grünen. Derzeit bist du nicht im Forschung? Nein, Gott sei Dank nicht. Und, aber du bist der Vorsitzende der AG Daten und beschäftigst dich auch schon, ja, also mindestens seit 20 Jahren, wenn nicht noch länger. Nein, es sind schon 200 Jahre. 200 Jahre. Also wir haben heute eingeladen sozusagen nach dem Motto der Kompetenz und der verschiedenen Aspekte. Und wie gesagt, es ist das Beginn dieses Themas, aber noch nicht abschließend. Wir werden einfach der Reihe nach vorgehen. Die Petra fängt an, dann der Alfred und dann Hans. Und dann seid ihr im Gespräch zueinander und miteinander. Vielen Dank. Ja, mag vielleicht damit anfangen, dass ich mein altes, bekanntes Pferd begrüßen mag. Ich habe den Lastwagenführerschein und bin daher nicht selten damit herumgekurvt und kann berichten, wenn man es normal hinten auf einen Lastwagen aufstellt, dann geht es sich mit den Oberleitungen am Ring nicht aus. Also man sollte es nicht normal auf einen Lastwagen stellen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt Kunsttransparenz. Ja. Gut, zum eigentlichen Thema des Abends und der Frage, ob die Demokratie, ob der Rechtsstaat in Gefahr ist. Ich glaube, das kann man beantworten. Ja, der ist in Gefahr. Du hast den Herrn Ikrat erwähnt. Der Herr Ikrat ist vor allem deswegen sehr besorgt wegen des Überwachungspakets, das von Schwarz-Blau beschlossen worden ist, nach einer relativ langen Diskussion in der letzten Gesetzgebungsperiode, wo wir als SPÖ dem nicht zugestimmt haben. Die FPÖ das noch als Stasi-Methoden und sonst was gegeißelt hat und dann nach einer sehr kurzen Diskussion in der jetzigen Gesetzgebungsperiode, wo, und ich glaube, das ist eh hinreichend bekannt, halt unter anderem die Probleme damit auftauchen, dass nicht nur von denjenigen Menschen, gegen die irgendwie ein Anfangsverdacht ist oder ein begründeter Verdacht herrscht und gegen die ermittelt wird, überwacht werden, jetzt auch technisch tiefer gehen, sondern dass da, um sie überwachen zu können, also Lücken in der Software ausgenutzt werden, Schadsoftware implementiert wird in die jeweiligen Computerhandys oder was auch immer und der Staat etwas ausnützt, wovor er die Bürgerinnen eigentlich schützen sollte, nämlich vor Lücken in der EDV, sage ich jetzt einmal ganz banal. Und das Problem ist, dass nicht nur gegen jene, gegen die da ermittelt werden sollte, vorgegangen werden kann, sondern auch gegen alle, die mit ihnen in Kontakt stehen. Also ich habe in meinem Telefon etwa 7000 Kontakte eingespeichert. Ich habe dieses Handy, also diese Telefonnummer habe ich seit Beginn, seit vor über 20 Jahren. Und 20 Jahre lang sammle ich darinnen Daten und sammle ich darinnen Adressen und Telefonnummern. Und rein theoretisch, wenn gegen mich ermittelt werden würde, wogegen auch immer, dann wären alle diese Tausenden von Kontakten auch in Obligo und gegen die könnte dann auch irgendwie mit vorgegangen werden. Auch noch ein Problem ist, dass im Zuge dessen, dass diese Schadsoftware installiert werden kann, dann auch noch fremde Inhalte installiert werden können. Inhalte, die ich gar nicht draufgeladen habe und ich mir gar nicht angeschaut habe. Das was aber dann nicht mehr nachweisen kann, dass ich das nicht war, sondern dass mir quasi ein Kuckucksei untergelegt werden kann. Also das ist etwas, wogegen der Herr Ikrat zu Recht wettert und zu Recht nicht einverstanden ist.
Einen zweiten Bereich möchte ich vielleicht nennen, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so ausschaut, als ob es da gegen den Rechtsstaat ginge, aber das finanzielle Aushungern der Justiz und des Strafvollzugs halte ich für höchst problematisch. Nicht nur, dass wir einen unglaublichen Überbelag haben in vielen unserer Strafvollzugsanstalten, Gefängnissen, wo auch dann die Unterbringung von Menschen nicht mehr unbedingt menschenrechtswürdig möglich ist, ist es auch so, dass es eine krasse Unterversorgung mit qualifiziertem Personal gibt. Das sind sehr viele Personalstellen leer. Und es wird jetzt noch weiterhin gekürzt im Bereich der Gerichte, sowohl bei juristischem Personal wie auch bei administrativem Personal. Das heißt, dass damit zu rechnen ist, dass die Verfahren länger dauern werden, dass man viel länger warten muss, bis man zu einem Recht kommt, wenn man sein Recht einklagen will. Wenn ich da dieses Logo habe, das ist das Logo der Sustainable Development Goals, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Das sind 16 Ziele, die sich die Welt, die UN gegeben hat für das Jahr 2030, um die zu erreichen. Und da ist ein Ziel, und man sollte glauben, das ist ein Ziel eher für Entwicklungsländer. Nein, es ist ein Ziel auch mittlerweile für uns, einen ungehinderten Zugang zur Justiz zu haben. Das wird durch diese budgetären Maßnahmen nicht wirklich verbessert. Und obwohl es ja große Proteste dagegen gegeben hat und vielleicht haben Sie es mitgekriegt, die Richter sind auf die Straße gegangen und haben sich dagegen ausgesprochen, ist letztendlich im Budget genau das und genau diese Kürzungen beschlossen worden, wie sie vorher angekündigt worden sind. Also diese Proteste haben nicht allzu viel Erfolg gehabt. Was Sie vielleicht auch gelesen haben, weil es gerade aktuell ist, es gibt einen Entwurf für ein Strafrechtsänderungsgesetz, also die Strafgesetz soll novelliert werden. Da gibt es den Paragraph 278c, wo es um Terrorismus geht und die Frage, was ist eigentlich Terrorismus? Und da gibt es jetzt da eine Litera C, das ist eine sehr sinnvolle Ausnahme, Ausnahme vom Terrorismusparagraph, nämlich geht es darum, dass alle jene, die zum Wiederherstellen der Rechtsstaatlichkeit von Demokratie und gegen klares Unrecht kämpfen, dass die natürlich nicht Terroristen sind. Es ist jetzt vielleicht in der ersten Linie nicht unbedingt für Österreich selbst relevant, wobei es kann für NGOs, wir erinnern uns an Tierschutz-NGOs, die echt in Bedrängnis gekommen sind, schon auch durchaus relevant werden, aber es ist vor allem dann relevant, wenn es darum geht, dass Menschen, die anderswo, zum Beispiel in Lateinamerika, zum Beispiel im arabischen Raum oder sonst irgendwo, auf die Barrikaden gegangen sind, um Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen, dann möglicherweise aufgrund des Streichens dieser Ausnahmebestimmungen kein Asyl mehr bekommen, also sprich die Genfer Flüchtlingskonvention ausgehebelt werden könnte, respektive sie viel leichter abgeschoben werden könnten, weil das Refoulement-Verbot nicht mehr so gilt, wie es jetzt momentan gilt. Also auch ein ziemliches Desaster. Und vielleicht mag ich als Viertes noch nennen, die Frage, dass es wirklich ein Problem ist aus meiner Sicht, dass der ganze innere und äußere Sicherheitsapparat, sprich Polizei, Bundesheer etc. in der Hand einer Partei ist, nämlich der FPÖ, dass es da ganz neue Berichtspflichten auch gegenüber dem Vizekanzler gibt, was nicht unbedingt auf der Hand liegt, dass der das sein muss. Und die ganze BVD-Affäre und all das, was da rund um die Geheimdienste, um diese Schlacht der Geheimdienste, will ich es mal nennen, gerade passiert, spricht eh auch für sich. Wirklich abschließend, ich glaube, dass auch so Dinge wie das Versuchen der Aushöhlung der Arbeiterkammer, der Kompetenz der Arbeiterkammer, der Finanzierung der Arbeiterkammer letztendlich was ist, was ein Angriff auf den Rechtsstaat ist. Und ich glaube, das alles sind keine Zufälle, sondern ich denke mal, das ist auch durchaus ein Konzept von Schwarz-Blau, hier wirklich auch die Republik umzubauen und hier wirklich auch ihre Spuren zu hinterlassen. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass sie am Ende des Tages ein totalitäres Regime wollen, das wäre jetzt wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber weil sie sich durchaus einen anderen Staat wünschen und weil sie ja durchaus auch sehr klar erkennen lassen, dass wenn sie mit den Visegrad-Staaten beispielsweise liebäugeln und das, was in Polen und in Ungarn vonstatten gehen, für durchaus in Ordnung halten und da enge Kontakte haben, dann kommt das schon auch von woher. Und ich denke mal, dass es nicht nur Aufgabe der Opposition, sondern auch vor allem Aufgabe der Zivilgesellschaft ist, da gemeinsam auch sehr laut und sehr aktiv dagegen anzugehen und zu schauen, dass das nicht gelingt.
Ja, schönen guten Abend. Ich kann das alles unterschreiben, was jetzt gesagt wird, und will es nicht wiederholen, wiewohl ich natürlich auch vieles von mir gesagt hätte, was jetzt schon gesagt wurde. Nur vielleicht zu dem Überwachungspaket, zum Sicherheitspaket, drei kleine Ergänzungen. Der sogenannte Bundestrojaner, der installiert werden kann, der hat nicht nur die nachteiligen Effekte, die jetzt gerade aufgezählt worden sind. Es gibt auch ein besonderes Beschaffungsproblem, weil bis jetzt keine, sage ich einmal, legale Firma diese Bundestrojaner entwickelt hat. Und so wie es jetzt aussieht und bis auf Weiteres aussehen wird, werden diese Bundestrojaner auf dem grauen, wenn nicht gar auf dem schwarzen Markt angeschafft werden müssen. Das hat die schöne Facette, dass zwar im Budget jetzt kalkuliert worden ist, ein bestimmter Betrag zum Ankauf dieser Schadsoftware, die Zahlen sind nur reine Fantasiezahlen, weil die Kosten dafür sehr viel teurer sind, zumal ja diese Schadsoftware immer wieder adaptiert werden muss, je nachdem, wie die großen Firmen ihre eigene Software adaptieren und Sicherheitslücken schließen und man dann wieder neue Sicherheitslücken suchen muss, um hier die Geräte mit diesem Bundestrojaner zu infizieren. Im Regierungsprogramm selber steht natürlich drinnen, dass im Bereich von IT alle Sicherheitslücken möglichst geschlossen werden sollen. Der Bundestrojaner hat aber zumindest implizit das Ziel oder kann gar nicht anders funktionieren, als dass man derartige Sicherheitslücken offen hält, weil sonst kann man ihn nicht installieren. Die Folgen davon, dass nicht nur an sich Verdächtige mit einem Bundestrojaner bestückt werden können, beziehungsweise deren Geräte bestückt werden können, sondern auch solche, die im Verdacht stehen, dass sie in Kontakt mit Verdächtigen kommen, das ist aberwitzig, klarerweise, weil hier wird eine staatliche Zwangsmaßnahme, nämlich staatliches Hacking, ja, gegen Leute angewendet, die nicht einmal im Verdacht stehen, selber etwas Strafbares gemacht zu haben. Und das ist einerlei, wie man jetzt den Rechtsstaat genau definiert, ich komme dann gleich noch einmal abschließend dann darauf zurück, das ist schon wirklich sehr absurd. Ebenso, nur als Ergänzung dazu, es gibt im Sicherheitspaket, wie es jetzt beschlossen worden ist, das sogenannte Quick Freeze. Das heißt, beim Verdacht von strafbaren Handlungen ab 6 Monaten wird über staatliche Anordnung eine Unterbrechung der Löschungsverpflichtung vorgenommen. Das ist mit dem EU-Recht kaum vereinbar, weil die EU sagt, das darf man nur bei schweren Straftaten, Straftaten, die aber mit einer Strafdrohung ab 6 Monaten hier penalisiert sind, fallen noch nicht unter die schweren Straftaten, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird das irgendwann auch einmal aufgehoben werden. Das passt einfach nicht zusammen. Da hat die Hypertrophie der Überwachung den Leuten einfach einen Streich gespielt, das geht gar nicht. Ja. Noch ein Aspekt ist wichtig, weil er nicht erwähnt worden ist, der sogenannte IMSI-Catcher. Das ist eine technische Einrichtung, die geschaffen wird, um technische Geräte zu lokalisieren. Wenn man dann die Telefonnummer von jemandem hat, kann man gleich schauen, ob der bei einer Versammlung, bei einer Demo mitgemacht hat oder ob er dort nicht mitgemacht hat. Und auch hier kann man natürlich je nach Softwareentwicklung dann möglicherweise auch Gespräche abhören von Leuten, die unter gar keinem Verdacht einer strafbaren Handlung stehen. Also auch das ist ziemlich hypertroph. Darüber hinaus gibt es noch 2 Aspekte, die in diesem Überwachungspaket enthalten sind. Das ist die leichtere Beschlagnahme von Briefen. Auch hier, ohne dass es einen besonderen Verdacht gegen eine bestimmte Person bräuchte. Und jetzt ist das Briefgeheimnis ja seit 1867 eines unserer ältesten und ehrwürdigsten Grundrechte. Das wird hier zumindest ausgehöhlt. Letzter Aspekt, das Überwachungsgesetz betreffend. Es gibt zwar jetzt einen Rechtsschutzbeauftragten, der hier technisch und logistisch gut installiert ist, nur der braucht Personal, der braucht Geld, der braucht Ressourcen, um dieser Aufgabe überhaupt nachzukommen. Die werden ihm aber nicht zur Verfügung gestellt. Also das ist von vornherein in gewissem Maße ein Pappkamerad, wo man den Verdacht haben kann, dass das die Regierung, sprich die Regierungsfraktionen, gar nicht so ernst meinen. Damit genug zum Überwachungspaket und zum Rechtsstaat. Was ist denn der Rechtsstaat? Na, zunächst einmal ist es eine ideologische Floskel.
Weil der Rechtsstaat heißt ja zunächst nicht mehr, als dass staatliche Verwaltung aufgrund der Gesetze ausgeübt wird. Was aber in diesen Gesetzen drinnen steht, ist damit nur überhaupt nicht gesagt. Ja, das können die größten Unsinnigkeiten sein, es können die größten Gefährlichkeiten sein. Und Sie wissen, fast alle unsere Grundrechte haben einen sogenannten Gesetzesvorbehalt. Und wie weit dieser Gesetzesvorbehalt geht, das ist halt abhängig von der gerichtlichen Entscheidung. Letztendlich darf staatliche Verwaltung nur aufgrund und im Rahmen von Gesetzen ausgeübt werden. Da kommt man zu dem Ergebnis, das der Hans Kelsen schon gesagt hat, jeder Staat ist ein Rechtsstaat, solange er sich der Gesetze bedient, um seine Verwaltung durchzuführen. Das kann man jetzt natürlich auch von einer anderen Seite sehen und man kann dem Rechtsstaat quasi gewisse materielle Wertungsgesichtspunkte imputieren. Ob das gescheit ist oder nicht, da kann man lange drüber streiten, rechtsphilosophisch und aktual empirisch auch. Aber ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, wo selbst zu einem vergleichsweise Rechtspositivisten, wie es ich bin, schon das Grausen kommt. Mit dem Bundesministeriengesetz wurden sogenannte Generalsekretäre eingesetzt. Diese Generalsekretäre wurden bestellt ohne Ausschreibung, wie es das Ausschreibungsgesetz an sich vorsieht, und sie haben in der Funktion von Politkommissären, wie man das nur von der KPdSU und den Bruderparteien kannte, die Aufgabe, das gesamte Ministerium zu leiten, und deshalb wird ihnen, obwohl nicht ausgeschrieben, Weisungsbefugnis gegenüber allen Beamten eines Ministeriums gegeben. Dazu kommt, dass diese Generalsekretäre laut Bundesministeriengesetz das Recht haben, als Beamte ernannt zu werden, wiederum ohne Beamtendienstrechtsprüfung, ohne Ausschreibung und, und. Ich habe daraufhin probeweise natürlich gegen den Herrn Kickl, weil der mein Liebling ist, eine Strafanzeige in die Staatsanwaltschaft Wien gemacht und gesagt, na, die Besetzung einer derartigen Position ist Amtsmissbrauch nach § 302 StGB, weil hier eine Befugnis überschritten wird. Nach dem Ausschreibungsgesetz ist nämlich vorgesehen, § 2 und 4, dass derartige Leute, derartige Positionen zwingend auszuschreiben sind. Diese Ausschreibung wurde nicht gemacht und deshalb habe ich diese Sachverhaltsdarstellung gemacht. Was macht die Regierung? Sie nimmt meine gar nicht so kühne Rede im Nationalrat zum Anlass, dann einmal nachzuschauen, was Sie hier gemacht haben. Und im Budgetbegleitgesetz, Artikel 17, irgendwo auf Seite 100 hinten dran, machen Sie eine rückwirkende Gesetzesänderung des Ausschreibungsgesetzes in § 82 des Ausschreibungsgesetzes und sagen jetzt, die Position des Generalsekretärs muss nicht ausgeschrieben werden und dieses mangelnde Erfordernis gilt rückwirkend mit 8. Jänner 2018, womit natürlich alle Ministerien dem Verdacht eines Amtsmissbrauches entgangen sind, weil das Gesetz ja rückwirkend geändert wurde. Und diese Art und Weise, mit Gesetzen umzugehen, ist natürlich immer noch rechtmäßig in gewissem Sinne. Das ist gesetzeskonform, man darf das. Nur es ist schon besonders grindig. Ja, und wenn man eine bisschen materielle Vorstellung von Rechtsstaat hat und sagt, naja, Rechtsstaat steht unmittelbar im Zusammenhang mit Demokratie, mit Volkssouveränität und Ähnlichem, dann kommt man ganz schnell zum Ergebnis, ja, diese Regierung gefährdet nicht nur den Rechtsstaat, sondern diese Regierung hat jetzt bereits Maßnahmen gesetzt, die ganz eindeutig im Widerspruch zu einer materiellen Definition dessen stehen, was Rechtsstaat bedeutet. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich neige nicht zum Alarmismus. Ja? Und natürlich, diese Überschrift führt ein bisschen dazu, Rechtsstaat in Gefahr. Ich glaube nicht, dass auf absehbare Zeit die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung in Österreich den Bach hinunterschwimmt. Was es aber sehr wohl gibt, ist, dass in einer gesetzförmigen Art und Weise Möglichkeiten der Teilnahme, der Kontrolle und der Transparenz scheibchenweise eingeschränkt werden. Und wenn man jetzt dieses hypertrophe Überwachungsding im Sicherheitspaket zusammenliest mit einer derartigen Gesetzestechnik, dann ist meines Erachtens schon die Frage berechtigt, die auch der Titel dieser Veranstaltung ist. Und man muss es sich einfach genau anschauen. Der Rechtsstaat wird noch nicht beseitigt, aber es gibt meines Erachtens für alle, die an dieser Republik ein Interesse haben,
ein erhöhtes Interesse darauf zu schauen, was hier passiert. Hat es der Bundespräsident unterschrieben? Der Herr Bundespräsident unterschreibt alles. Leider, ja. Entschuldigung, nur als Nachsatz. Er hat da aber auch nicht viel die Wahl. Weil, einer verfassungsrechtlichen nein, kann er nicht. Der Bundespräsident, und so haben alle Fortschrittlichen in diesem Land auch immer argumentiert, weil sie keinen Ersatzkaiser haben wollten. Der Bundespräsident ist im Rahmen der Gesetzgebung Urkundsbeamter. Er bestätigt durch seine Unterschrift das verfassungsmäßige Zustandekommen eines Gesetzes und nicht den materiellen Inhalt eines bestimmten Gesetzes. Richtig, aber der Heinz Fischer hat einmal eine Bestimmung... Ja, da war eine rückwirkende, rückwirkende Strafgesetzänderung in der Gewerbeordnung enthalten und die widerspricht tatsächlich auch unseren europarechtlichen Vorschriften und das verstößt ganz massiv gegen die Menschenrechte der jeweils Betroffenen und das war schon Grund, das zu machen. Ich sage nicht, dass es unterschreiben sollte. Ich sage nur, es gibt zumindest eine vertretbare Ansicht, die es ihm nahelegt, das zu unterschreiben. Aber der Klesel hat Unterschriften liegen gelassen. Liegen lassen ist immer eine gute Möglichkeit. Und geprüft, 3 Wochen nein, mal geprüft. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, kann man in der Diskussion dann weiter besprechen. Ja? Ich halte es für sehr sinnvoll, zum Beispiel, wenn der VDB, wenn wir CETA im Parlament ratifiziert haben werden, weil darauf wird es hinauslaufen, sagt, aufgrund des Achmea-Verfahrens, das beim EuGH derzeit anhängig ist, von Belgien initiiert wurde, dass er wartet, bis der EuGH über diese Sache entschieden hat. Das ist ein legitimes und auch sehr zurückhaltendes Argument. Da muss er nicht sagen, er unterschreibt es nicht, ja, sondern er lässt es liegen, wie in der Vergangenheit immer, wenn linke Universitätsprofessoren werden sollten, hat der Bundespräsident es immer liegen lassen, ja, bis ihn ein Druck von irgendeiner Seite gekommen ist. Ja. Aber Schluss jetzt und weiter. Hans. Naja, also zuerst möchte ich mich bedanken für die Einladung und möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich habe jetzt sehr viele interessante Informationen bekommen, aber mitgenommen habe ich, also, dass die Österreicher am besten fahren, wenn sie alles liegen lassen. Das können auch die Österreicher wirklich am besten. Naja, ich habe mir gedacht, ich gehe das ein bisschen von der praktischen Seite her und ich habe nichts zu verbergen und habe mir vor einiger Zeit einmal den Spaß gemacht, wie denn das so mit der Überwachung funktioniert in Österreich und hatte eine Anfrage beim Innenministerium gemacht. Und das habe ich dann bekommen, so ein bisschen mehr als 3 Kilo. Wahnsinnig interessanten und brisanten Informationen, wie zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass ich also hier ein Rechtsextremist bin. Eine Anfrage über deine Person. Ja, so. Und ich weiß aber, es gibt auch andere Abteilungen, dort bin ich ein Linksextremist und vermutlich gibt es auch irgendeine Abteilung, in der bin ich Islamist. Also eine der spannendsten Teile dieser ganzen Auskunft war, dass anscheinend einmal irgendwann die oberösterreichischen Nachrichten mich zitiert haben, im Jahr 2009, und das hat einen wilden Briefwechsel innerhalb des Innenministeriums verursacht, wo halt der Herr Zotter den Herrn Renner geschrieben hat und sagt, lieber Hermann, schick mir doch bitte 3 Sätze, damit ich auch dazu was sagen kann. Warum bringe ich das? Warum komme ich auf das? Ich glaube nicht an die Funktionalität und an die sozusagen Fähigkeit der österreichischen Sicherheitsbehörden, hier effektive Überwachungsmaßnahmen zu setzen, ist das Erste. Ja, jetzt hat man hier diesen Trojaner, ist es ja nicht, das stimmt ja gar nicht, es ist ein Tool zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten. Ja, es ist ja ein Tool, was positiv ist, ja, also nicht irgendwie so ein Trojaner. Das ist auch positiv, dem gewonnen. Ich glaube nicht an, dass hier wirklich was Sinnvolles rausschaut. So wenig wie auch in der Vergangenheit viele Überwachungsmaßnahmen
denken wir an die Operation Spring zum Beispiel, die eine der aufwendigsten Maßnahmen war, die jahrelang geführt wurden. Und ich weiß nicht, gab es irgendeine Verurteilung? Ich glaube, es sind dann alle freigesprochen worden oder es ist fast nichts übergeblieben. Das ist einmal der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir müssen uns im Klaren sein, die Mehrheit der Österreicher, nicht die, die jetzt hier drinnen sitzen, aber sonst der Rest, ist für Überwachung. Ja? Und Überwachung hat positiven Klang. Ja? Und zwar ganz besonders in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird, die immer weniger verständlich wird für viele. Wir leben heute in einer globalen Informationsgesellschaft, in der viele, viele Entscheidungen über automatisierte Prozesse laufen, ja, nicht mehr über Parlamente und über liegen lassen beim Präsidenten oder ähnliches. Die Menschen suchen halt, so ähnlich wie kleine Kinder, ja, ich weiß nicht, ob sie sich noch in ihre Zeit erinnern können, die zum Beispiel Gartenzäune gezählt haben oder Autos, die mit gerader Kfz-Kennzeichen waren oder die Zahl der Zebrastreifen oder solche Dinge. Ja. Das heißt, und da sind wir jetzt eigentlich beim Kern an der ganzen Geschichte, ja, die Menschen wünschen sich Überwachung, weil sie wünschen sich, dass jemand auf sie schaut. Ja. Und deswegen sind alle diese Überwachungspakete, die immer wieder beschlossen werden, und das ist völlig unerheblich, ob die dann später wieder mal aufgehoben werden. Ja, ich erinnere daran, dass auch die SPÖ ein Überwachungspaket beschlossen hat, das dann nach relativ kurzer Zeit wieder aufgehoben worden. Das war die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Das ist deswegen erfolgreich und damit, weil ich als Politik damit eine Handlungsfähigkeit zeigen kann, die ich ja gar nicht mehr habe. Ja, die Entscheidungsprozesse laufen weit weg außerhalb Österreichs, außerhalb Europas. Hier sind wir einem Tsunami der Informationsgesellschaft ausgesetzt, mit dem eigentlich Politik gar nichts mehr machen kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich da Überwachungspakete schnüre, dann kann ich Aktionismus zeigen, dann kann ich Handlungsbereitschaft zeigen. Da zeige ich, ich tue ja was für die Bevölkerung, in welcher tue ich aber nichts. Ja. Die Kriminalität, die große, die hier angebellt wird, pfeift auf Instagram und Snapchat und ähnlichen Klimbim. Ja, die verwenden das gar nicht. Ja. Die haben ihre eigenen Informationskanäle, wo sie einfach persönlich handeln. Und ich muss nicht sehr komplizierte, dicke Akten hin und her schicken, damit ich mit irgendeinem Lastwagen quer durch eine Menschenansammlung fahren kann. Also das muss einem einfach klar sein. Warum wird es trotzdem sozusagen gemacht? Ja, ich lenke von den eigentlichen Problemen. Zum Beispiel das, was viele, viele Menschen beunruhigt, eben in dieser unübersichtlichen Welt eine mehr oder minder effektive Kleinkriminalität. Eine Kriminalität, die zum Beispiel so organisiert ist, dass sie sagen, wir fahren in dieses Land, damit meinen sie Österreich, die sind so zersplittert organisiert mit der Polizei, ja, da können wir innerhalb von ein paar Tagen, fahren wir von einem Bundesland zum nächsten, räumen ein paar Häuser aus, bis die zum Handeln beginnen, sind wir schon wieder draußen. Das ist die Realität. Und das ist auch die Realität, mit der weder der Innenminister noch die Opposition sich auseinandersetzen wollen. Ja. Wir haben einen Polizeiapparat, weil auch Sicherheit ist ein Grundrecht im Übrigen, also nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch Sicherheit ist ein Grundrecht. Wir haben einen Polizeiapparat, der sich nicht um die drängenden Sicherheitsprobleme kümmert, sondern lieber auf einer Ebene, wo er a. nichts anrichten kann und zwar b. auch gar keinen Schaden machen kann,
sich großmächtig hinstellt. Ja. Und hier Dinge einführt, wie den, wie dieses Entschlüsselungstool, den IMSI-Catcher, das ist überhaupt ein Kinderspielzeug, also ich meine, mit dem IMSI-Catcher kann man keine Nachrichten überwachen. Und wenn ich Standorte bestimmen will, gibt es ganz andere technische Möglichkeiten, das zu machen. Auch diese sogenannte Quick Freeze gibt es ja auch nicht laut Strafprozessual. Das heißt Anlassdatenspeicherung. Das sind alles Kinderkram. Ja? Aber anscheinend super geeignet, dass alle drauf abstillen. Ja, und das, finde ich, ist der Punkt, wo der Rechtsstaat auch wirklich in Gefahr ist. Wir verlieren jeden Tag immer mehr den Anschluss an eine globalen Informationsgesellschaft, in der Entscheidungen aufgrund von Algorithmen getroffen werden, aufgrund von wirtschaftlichen Unternehmen, die kompetenter, größer und offenbar auch sowohl finanzkräftiger als auch know-how-mäßig größer dastehen als die Republik. Und diese Debatte führen wir nicht. Ja, wir sind noch immer im 70er-Jahr denken, im 60er-Jahr denken, im 1900er-Jahr denken, wo wir uns beschäftigen mit einzelnen Staatspolizisten. Ich wäre heute da, hallo. Unerheblich. Ja. Die Prozesse, ja, denen wir als Bürger, Bürgerinnen ausgeliefert, nicht ausgeliefert sind. Also wir gestalten sie mit. Ja, aber wir gestalten sie nur noch mit als Konsumenten unter Kategorie Opfer. Und das halte ich für eine sehr, sehr große gefährliche Entwicklung, dass es eigentlich niemanden mehr gibt im Parlament. Aber auch die letzten 20 Jahre hat es keinen gegeben, also nicht, dass Sie jetzt glauben, ich bin da für die Grünen, der sich damit ernsthaft auseinandersetzt. Wollt ihr jetzt weiter auf der Plätze ein bisschen? Oder noch ergänzen, bitte? Oder weitere Aspekte? Ja, mir sind ein paar Dinge eingefallen zu dem, was du gesagt hast. Ja, natürlich, also rein nach rechtspositivistischen Überlegungen, war auch das NS-Regime ein Rechtsstaat, weil alles war bis ins kleinste Teil gesetzlich in sich schlüssig geregelt. Wer mir jetzt in den Sinn gekommen ist, ist der Gustav Radbruch, der die Radbruchsche Formel geprägt hat und der gesagt hat, wenn Gesetze gegen das innerste Unrechtsempfinden verstoßen und wenn vollkommen klar ist, so kann ein Gesetz eigentlich nicht sein, das kann nicht gerecht sein, dann kann man natürlich dagegen verstoßen. Genau das wird zum Beispiel jetzt untergraben mit dieser Streichung der Litera C bei dem Terrorismusparagrafen. Was du noch gesagt hast zu den Generalsekretären, das Außenministerium hat auf einer Rechtsgrundlage schon lange Generalsekretäre, die sind ein bisschen anders organisiert. Und da war es in den letzten Jahren schon so, dass der Generalsekretär des Außenministeriums auf irgendwelchen UN-Konferenzen als Vizeminister begrüßt worden ist und auch als Vizeminister geredet hat. Das hat den Vorteil gehabt, dass die früher gereiht sind. Also zuerst werden die Staatschefs und die Regierungschefs kommen dran bei so langen Rednerlisten, dann die Minister, dann die Vizeminister und dann erst die Botschafter und sonstige Beamten. Der war ausgeschrieben. Ja, der war ausgeschrieben. Also ich sage ja, der ist der auch wirklich auf einer Grundlage steht. Wir sollten unbedingt beobachten, weil dann nicht in Zukunft alle Generalsekretäre irgendwie durch die Welt gurken auf internationalen Konferenzen und dort als Vizeminister, die wir bekanntlich nicht haben, auftreten. Und auch noch was zu dieser Frage Sicherheit oder Überwachung. Ich will jetzt nicht gesagt, meine eigentliche Profession ist Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik. Und im Zuge dessen fliege ich relativ viel durch die Weltgeschichte. Und ich halte alle diese Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen zum Beispiel für die totale Show und für sonst nicht allzu viel. In Schwechat ist es zum Beispiel jetzt seit Anfang dieses Monats so, dass meine Nagelfeile, immer noch einmal extra durch den Scan durch muss. Jetzt tue ich sie schon raus, aber sie muss trotzdem noch einmal extra durch den Scan durch. Ich frage mich, warum nicht in Genf, warum nicht in München, warum nur in Wien?
Ich frage mich, warum kann man aus Israel, und Israel ist sicher ziemlich gewieft, was Abwehr von allen möglichen anbelangt, warum kann ich in Ben-Gurion mit der 3 Liter Wasserflaschen ohne Probleme ins Flugzeug steigen und die mitnehmen und keiner schert sich irgendwie drum. Also diese ganzen Sicherheitsvorschriften sind ziemlich willkürlich meiner Meinung nach. Und auch noch zur Frage des Polizeiapparats. Das Problem ist, dass ich finde, dass die grundsätzliche Ausstattung, die Ausstattung in den Wachzimmern mit dem Einfachsten fehlt. Also wir haben selber einen Favoriten, einer Polizistin, die sich um häusliche Gewalt gekümmert hat. Ich bin als Favoriten und bin Frauenpolitikerin auch. Und wir haben der ein Handy geschenkt, weil sie selber kein Diensthandy bekommen hat, aber des Öfteren eines gebraucht hätte, einfach um bei ihrem Einsatz andere Leute verständigen zu können. Also solange Polizistinnen und Polizisten keine Handys haben, finde ich es für vollkommen verrückt, dass ihnen dann diese Technologie, wie beschrieben, zur Verfügung gestellt wird. Und ich denke mal, gerade dieser Bundestrojaner, den du so hast, ist ein bisschen vergleichbar mit ein Polizist schießt beim Schießtraining immer daneben und trifft ihn ins Schwarze und darum gibt ihm halt dann ein Maschinengewehr. Da wird er schon irgendwann einmal treffen. Und das kann es irgendwie nicht sein, das ist total überschießend. Das ist in keiner Relation, was da momentan passiert. Und ich glaube, die Sicherheit wäre ganz anderswo mit ganz anderen Maßnahmen herzustellen und nicht mit der Technik, weil uns auch jene, die es da vornehmlich geht, zu bekämpfen, irgendwelche Drogenkartelle, irgendwelche, weiß ich nicht, mafiösen Strukturen, wahrscheinlich die Kohle immer haben werden, ja, um die noch neuere Technologie anzuschaffen, wo der Staat immer hinterherhängt, weil die Gesetzgebung auch immer hinterherhängt, jedem Problem. Und wer wird das so nie in den Griff bringen können? Das ist vollkommen ausgeschlossen. Also der Hans Zeger hat natürlich vollkommen recht. Ja. Wenn man den Horizont ein bisschen weiter öffnet und nicht nur über den Rechtsstaat redet, sondern darüber redet, wie unsere Gesellschaft insgesamt besammen ist, dann stimmt das alles, klarerweise. Und wer über Sicherheit redet und dann nicht auch über soziale Sicherheit redet und Ähnliches mehr, der verfehlt das Thema. Der Rechtsstaat, das heißt die gesetzeskonforme Vollziehung, ist ja auch nicht erfunden, um Demokratie zu ermöglichen oder um soziale Sicherheit zu ermöglichen oder um überhaupt dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Der Rechtsstaat ist erfunden worden, um Vertragseinhaltung zu garantieren und den marktförmigen Umschlag und Realisation von Kapital zu garantieren. Das geht nur, wenn man Eigentum klar sichert, wenn man Ansprüche klar absichert und wenn man irgendjemanden hat, der dann im Zweifelsfall auch darüber in vergleichsweise kurzer Zeit entscheidet irgendwie. Also wenn man die weitergezogene Perspektive nimmt, und der Hans Zeger hat auch recht, ja, dann haben wir viel größere Probleme, als nur darüber zu reden, ob der Rechtsstaat in Gefahr ist oder ob der nicht in Gefahr ist. Ja. Andererseits, ich überspitze es jetzt ein bisschen, diese Position kann auch leicht zu einem politischen Defätismus führen. Wenn es draußen regnet, kann ich es nicht ändern, aber ich kann mir immer einen Regenschirm schnappen und schauen, dass ich häufig trocken dorthin komme, wo ich hin will. Und zu sehr viel mehr ist auch eine Opposition, egal wie gut sie aufgestellt ist, nicht in der Lage. Sie kann Dinge benennen, ja, soll das Große nicht außer Acht lassen und auch die Dinge benennen, die wirklich von Relevanz sind, aber quasi zu sagen, bei uns entscheidet sich eh nichts mehr und das, was da passiert, ja, das macht ja in Wirklichkeit eh keinen Sinn, das ist eh nur Symbolic Use of Politics, was es ist, ja, ist auch ein bisschen arg wenig. Und Nachsatz, es verkennt meines Erachtens das Leid, das dadurch für Einzelne möglicherweise erzeugt wird. Operation Spring war ein Fehlschlag sondergleichen irgendwie und war aus jeder nur erdenklichen Perspektive eine wirkliche Sauerei. Dass dann so wenig übrig geblieben sind, die auch verurteilt worden sind, macht es ja noch schlimmer in Wirklichkeit. Nur in der Zeit, bis klar war, wer freigesprochen wird, wer verurteilt wird, sind hier viele Leute ihrer Existenz beraubt worden, sind viele Leute eingesperrt worden, sind viele Leute gedemütigt worden und sind vielen Leuten, uns allen, falsche Dinge erzählt worden, und das hat alles damit zu tun, dass es normativ gesehen bestimmte Möglichkeiten gibt.
Und das sehe ich deshalb bei diesem Überwachungspaket, meine Einschätzung gleich deiner klarerweise, ja? Ich halte das auch für Kinkerlitzchen. Ja? Wenn man ordentliche Polizeiarbeit machen wollte im Bereich des Terrorismus, dann fängt man mal damit an, dass man 200 perfekt arabisch sprechende Leute und Undercover-Agenten dort ins Milieu schickt. Ja? Aber davon ist ja überhaupt keine Rede. Klassische Polizeiarbeit ist out, weil sie unter dem Diktat von Budgetmaßnahmen steht. Und wenn man jetzt sagt, 2000 Polizisten mehr, wie der Kickl das angekündigt hat, und noch 2000 Polizeischüler mehr, dann kann ich nur das sagen, was mir ein Polizist in der Kanzlei erzählt hat, der hat leicht reden, bei uns in der Wachsturm tropft es immer noch durch den Plafond. Ja? Und da bin ich, da sind wir ganz zusammen irgendwie. Ja, klarerweise bin ich als jemand, der jetzt sich entschlossen hat, ins Parlament zu gehen, aber ein bisschen überkritisch oder fast hysterisch, ja, wenn man jemand sagt, die Welt ist ja insgesamt so schlecht, wir können eh nichts tun. Ja. Das weiß ich eh, dass wir nichts tun können, aber da bin ich zu sehr Günther Anders Schüler, die Hoffnung geht mir nichts an, weil die Alternative wäre ja was Verkehrtes zu machen. Ja. Man muss es trotzdem versuchen. Ja. Und dieses Überwachungspaket und die Maßnahmen im Hinblick auf Generalsekretär, die ich geschildert habe, ja, die sind meines Erachtens in vielfältiger Weise kritikwürdig. Ja, was dem Zeger seine Kritik, dass wir auf ganz anderen Fronten was anderes machen würden, nichts von seiner Berechtigung nimmt. Bevor der Hans jetzt natürlich auch auf das reflektiert, wollte ich auch noch dazu sagen, damit man nicht nur bei Obertitel Rechtsstaat in Gefahr Fragezeichen stecken bleiben, sondern darunter stand natürlich schon, wohin führen Überwachungspakete. Damit ist aber nicht nur die technischen Tools gemeint, sowie geplante Gesetzesverschärfungen, sowie Drohungen, unter anderem gegen Journalisten, also eine Maßnahme in eine illiberale Demokratie. Als weiteres Fragezeichen. Also es geht nicht jetzt darum, bei der heutigen Diskussion nur über die Effektivität von technischen Tools zu reden, sondern über diesen Gesamtaspekt, den politischen Kontext. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt nicht so angekommen, dass ich gemeint habe, es ist alles so kompliziert, ja, das hat ein anderer Politiker gesagt, und deswegen machen wir jetzt alle gar nichts mehr und ziehen uns zurück. Ganz im Gegenteil, ja, weil das ist ja auch einer der Aspekte von diesen Überwachungspaketen. Ja? So einen quasi allmächtigen, allgegenwärtigen Staatsbonbons da aufzubauen, der wahnsinnig viel über die Leute weiß oder wissen könnte oder in Erfahrung bringen könnte, aber tatsächlich ja eigentlich nur einen Haufen Schrott zusammensammelt, der natürlich im Einzelfall existenzgefährdend ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe das selbst am eigenen Leib in einem Ausmaß erlebt, das ich nicht vielen wünsche. Das ist einmal ganz klar. Nur worauf ich schon ein bisschen Wert lege und insistiere, und da lasse ich mich davon nicht abbringen, ist, wir haben immer Alternativen. Ja? Und Günther Anders war sicher auch jemand, der genau das immer wieder angesprochen hat. Auch ich habe Günther Anders gelesen. Ja? Sag ich's ja. Ja, okay, super, ja, wir sind hier. Ja, und auch bei scheinbar aussichtslosen oder sehr beschränkten Möglichkeiten, es ist was möglich. Es ist mehr möglich, das ist eigentlich mein Appell an die Politik, als ich derzeit sehe. Wir leben in einem irrsinnigen Biedermeier im Augenblick. Ja, mit... Warhol hat eine Wort, das er mir gesagt, sozusagen jeder Mensch kann einmal 15 Minuten lang berühmt werden, ne? Seine 15 Minuten Berühmtheit. Tatsache ist heute ganz anders. Jeder kann ewig berühmt sein in seiner Blase. Ja? Wir haben heute ein unglaubliches Bubble-Denken, ja? wo Leute sozusagen, ich habe das einmal in einem anderen Zusammenhang so formuliert, ich habe 6 Millionen Freunde, Facebook oder so, und alle sind meiner Meinung. Ja. Und alle diese 6 Millionen haben auch 6 Millionen Freunde, alle sind ihre Meinung, und jeder hat eine andere Meinung. Und jeder lebt in dieser Welt der alternativen Fakten oder wie man das so schön heißt. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Gegen die anzukämpfen, ist heute viel schwieriger ist als etwa in den 70er Jahren. Das gebe ich zu. Ja. Aber es ist auch heute möglich.
Es ist auch heute möglich. In den 70er Jahren, der Mainstream damals war 7% Energiewachstum, damit wir 3% Wirtschaftswachstum haben. Jeder, das waren alle Experten, alle im Bereich der Politik haben das so gesagt. Und jeder, der was anderes gesagt hat, war ein Trottel. Ja? War ein weltfremder Spinner. War irgendwie nicht ernst zu nehmen. Und dann gab es trotzdem Gruppen, die haben sich hingesetzt und gesagt, ja, ich rede auch über Energie mit, ja, und ich habe andere Ideen, und es war ein ziemlich mühsamer Weg, und Zwentendorf ist nicht zustande gekommen. So wie damals geht es heute nicht mehr. Ja, also ich plädiere nicht für Reminiszenzen von der Zeit, aber ich denke mal, wir sollten uns wirklich nicht auf dieses Spiel einlassen und so quasi so reflexartig sagen, okay, da kommt ein neues Überwachungspaket, da müssen wir dagegen sein, und damit haben wir schon wieder was getan. Ja, und das ist symbolisch Politik, aber ich bin zufrieden, dass ich zumindest symbolisch Politik bin. Das ist zu wenig. Ja, ich kenne auch solche Geschichten. Ich hatte die Freude, 3 Jahre lang in mehreren Kursen Kriminalbeamte in Datenschutz zu schulen. Das war sehr interessant. Ja, also ich habe viel gelernt, die haben auch hoffentlich ein bisschen was gelernt. Ich habe auch viel gelernt und habe ich auch die ganze Zeit solche Geschichten gehört, wie das mit dem Handy. Ja? Dass die Beamten keinen USB-Stick haben oder bekommen dürfen, aus Datenschutzgründen. Ja? Dadurch konnten sie zum Beispiel nicht Videoaufzeichnungen, die ihnen bei der Aufklärung irgendeiner Tat geholfen hätten, konnten sie sich nicht drüber kopieren. Solche Sachen. Ja? Dass die Beamten des einen Bundeslands nur mit sehr großen, komplizierten Aufwendungen die Daten auf Daten eines Verdächtigen in einem anderen Bundesland zugreifen konnten. Ja. Und am Ende haben sie sich natürlich alle arrangiert, indem sie es unter der Hand gemacht haben. Dass hier, ich habe schon einmal das Vergnügen gehabt, auch eine Anzeige bei der Polizei abzugeben, dass hier mit einem Adler-System gearbeitet, wo ich dachte, das war zu erbärmlich, war das. Ja? Wo ich mir dachte, ich schreibe es gleich selber oder ich gehe lieber, weil das ist mir so viel wert, war das eh nicht, was man mir gestohlen hat. Der Kickl will 2000 Leute anstellen, super. Er wird sie nicht finden, weil die Leute nicht lesen und schreiben können. Senken wir den auch sozusagen den Standard dazu. Das und diese Dinge in einer intelligenten, konsequenten, ständigen Art hinzubringen, das wäre schon auch eine Herausforderung. Da könnte man schon auch bei dieser Truppe etwas erreichen. Ja. Geschieht aber nicht, weil es natürlich nicht spektakulär ist und weil natürlich die Medien, mit den Medien ist es sehr mühsam und schwierig, und jetzt sind wir vielleicht wieder bei etwas anderen Themen, auch die haben dieses Problem der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja. Was ist heute ein Journalist? Was ist das? Ja. Schauen wir uns das an. Schauen Sie sich die Zeitungen an. Kronenzeitung, Standard, Presse und was gibt es da noch? Kurier. Ja. Ich werde jetzt das hier nicht sehr viele Freunde bekommen, wenn ich sage, am liebsten von den vier ist mir noch die Kronenzeitung. Und zwar deswegen, weil die noch selber was recherchiert. Ja, die anderen sind nur mehr noch Weitergabeinstrumente in einem großen Ausmaß von Presseaussendungen von Unternehmen. Ja, mit all den Rechtschreibfehlern, die auch darin sind. Das Journalismus steht heute mit dem Rücken an der Wand. Ne? Diese Torwächterfunktion, die er früher hatte, diese Vermittlerfunktion zwischen komplexen politischen Abläufen, Informationen, die dahinter, die schwer nach außen dringen, zu der Öffentlichkeit oder zu den Menschen, die ist verloren gegangen. Ja, heute, wo ja jeder Politiker postet und selber alternative Fakten schafft, hecheln die hinterher. Und müssten sich neue Bereiche suchen. Tun sie aber nicht. Oder nur ganz wenige. Ja, also das sind meine Bedenken an der ganzen Geschichte. Und damit mache ich jetzt Schluss, weil jetzt wollen die Leute reden. Wollt ihr noch da zu Medien was sagen? Wir können da unendlich reden, aber ja, wertvoller wäre, wenn von dort was kommt. Okay. Ja. Wir haben gesagt, wir machen heute nicht allzu lange. Wir nehmen ein paar Wortmeldungen auf und tun dann noch am Podium nochmal. Ja, es ist schwül. Hinten am
Fenster aufmachen? Ist der Liegestuhl? Das war. Ja, für den es geht. Passt schon. So, da waren jetzt Meldungen. Magst du noch vorkommen? In die Kamera schauen. Wenn du magst. Naja, damit wir was, damit wir ein bisschen was davon haben. Ja. Vielleicht ganz kurz nochmal, ich bin ganz dagegen. Also ich lese weder die, also ich lese schon ab und zu die Kronenzeitung, ich lese auch die Presse und den Standard und so weiter. Ich gehe auch manchmal auf unzensuriert.at. Aber wir sind ja doch noch in der, oder ja, die Möglichkeit besteht ja, dass man sich durchaus auch den Falter kauft oder auf Kontrast.at geht oder Dossier. Also es gibt doch zum Glück, ja, also gibt es ja noch Möglichkeiten, sich anders, wenn man möchte, mit Nachrichten und Informationen und Zusammenhängen zu befassen. Und da möchte ich unbedingt immer wieder darauf hinweisen, weil ich halte es für nicht klug, immer zu sagen, es gibt es nicht. Also so. Ja? Und das andere ist auch, was ich wichtig finde, die Leute. Also die Truppe da an der Regierung sagt, auch die Leute wollen das so. Ich fühle mich absolut nicht angesprochen und habe immer einen großen, also entwickle einen starken Widerstand und möchte eigentlich aufschreien, aber ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die dann twittern oder facebooken. Also, und das möchte ich aber trotzdem jetzt hier so in so einem Rahmen auch nochmal einfach extra sagen. Also nicht alles, was da zu lesen ist, ist dann die, nicht unbedingt die Mehrheit. Also man muss das in Frage stellen. Es gibt andere. Und wenn man, weil Sie jetzt von so Parteiprogramm, also man muss vielleicht auch manchmal wirklich ein Parteiprogramm wirklich lesen. Das sind dann vielleicht einmal ein paar 60 Seiten oder so, aber dann hört man so eine Nachricht wie, die sind mit sich selbst beschäftigt, also das stimmt dann einfach nicht, sondern da geht es diesen Leuten, die da vielleicht gerade ganz konkret an was arbeiten und auch Leute einladen, was zu tun, das muss man ernst nehmen, das muss man als Tool meinetwegen auch mit reinnehmen. Bitte. Danke. 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 Bitte, wir sammeln. Ich glaube, man kann auch NZZ oder Welt, wir kommen jetzt ja immer öfter in ausländischen Medien auch vor, ja. Kann man sich auch kundig machen, wenn man schon mit den Österreichischen nichts anfangen kann. In Klammer jetzt mal, ja. Da steht in der Zürcher Zeitung, wo jetzt ständige Coverage über unsere Verhältnisse. Also da hat man noch ein halbwegs objektives Korrektiv. Und das Zweite ist, dass der Standard versucht, jetzt einen investigativen Journalismus aufzubauen, ist sehr zu begrüßen. Ja, das sehe ich. Ich sehe es auch nicht so defetistisch. Gerade im Internet gibt es ganz tolle Gruppe und Kontrast.net wurde schon genannt. Kontrast.at, ja. Kontrast.at und andere aber auch. Also ich habe es jetzt nicht alle bei. Panama Papers, Paradise Papers, das war investigativer Journalismus. Und da waren Zeitungen und Journalisten beteiligt. Also so abschreiben würde ich den Journalismus nicht. War dann, entschuldige, habe ich übersehen? Dann darf ich vielleicht. Wollen Sie zwar, ich habe mich da anders gelesen. Ich ziehe die Wortmeldung zurück. Halt aber sehr viel von dem Slogan, also aufgeben von einem Brief. Ja. Genau. Jetzt sitzen da sehr viele Menschen, ich habe gesehen, es sind kaum Interessenten für den, für die, wie heißt das? Weil sie alle schon oben sind, weil sie alle schon genau, genau, die werden da alle einer Meinung sein. Sie sind vielleicht nicht bei ihrer oder bei ihrer Partei, sie sind vielleicht nur Teil der Zivilgesellschaft, zumindest. Ich bin in keiner Partei. Aber sehr aktiv. Was sind da so die Vorschläge? Ich habe da einige Namen gehört, kenne mich nicht aus, würde mich vielleicht gern beteiligen, würde mich vielleicht gern engagieren. Weiß man was davon? Also ich gehe gleich weiter. Also ich kann nur sagen, der Republikanische Club ist schon seit 30 Jahren überparteilich, aber sehr parteinehmend in bestimmten Fragestellungen.
aktiv, aber wir sind halt das, was wir sind, nämlich Menschen, die berufstätig sind und das in ihrer Freizeit machen. Und es gab 2000 eine große Bewegung, es gibt auch jetzt die Omas gegen Recht, es gibt verschiedenste Initiativen, es gibt im Facebook, im Internet so verschiedenste Kontrasten-Blog, die zusammenschreiben und Fakten recherchieren und informieren oder empört euch. Also gibt es verschiedene Seiten auch. Also es gibt verschiedene, es hat sich ein bisschen diversifiziert, sage ich mal. Also es ist nicht mehr so wie in den 70er Jahren eine große Bewegung und alle laufen hinterher, sondern es ist viel pluraler geworden, es ist viel differenzierter geworden. Aber es gibt immer wieder so Flashmobs und verschiedene. Dann wäre es dann nicht vielleicht irgendwie interessant, das zusammenzuführen? Guter Punkt. Ja, das mit zusammenführt, es gibt wenn es zum Beispiel bei einer Demo funktioniert, ist sehr gut, dass die Mobilisierung ganz gut funktioniert, dass Dauer etwas zu 2000 hat es noch besser funktioniert, weil da auch die Empörung der Bubuch noch größer war. Das hat aber dann auch nicht ewig gehalten, weil es differenziert sich dann thematisch wieder aus. Die einen haben mehr das, die anderen haben mehr das. Aber wenn es punktuell um was geht und größere Ereignisse, mobilisieren schon alle immerhin auf einen bestimmten. Aber vielleicht wollen wir nicht nur über die Zivilgesellschaft reden, sondern wir wollen vielleicht auch reden Ich zu dem Punkt noch schnell was sagen, ob es nicht gescheit wäre, dass man das bündelt? Ja? Also na klar. Ja? Ich glaube, es ist aber eine historische Erfahrung, dass ein politisches Subjekt nur durch gemeinsame Solidaritätserfahrungen entsteht. Jetzt leben wir in einer Welt, die gekennzeichnet ist von der Auflösung klassischer Milieus, von prekarisierten Arbeitsverhältnissen, von einem Konsumidiotismus und einem übersteigerten Individualismus, von den Ich-AGs und ähnliches mehr. Es ist einfach schwer, in der Gesellschaft wieder politisch handlungsfähige Subjekte auszumachen und die so zu konturieren, dass sie politisch tatsächlich dann auch handlungsfähig werden. Das sieht man in vielerlei Hinsicht. Die Wechselwähler werden immer mehr, die Stammwähler werden immer weniger. Die Leute sind immer eher bereit, ganz situativ ihre Entscheidungen abzugeben. Heute mal so, finden auch nichts dabei, wenn das morgen ganz anders ist. Und das ist ein generelles Problem der Linken insgesamt. Ja? Wie schaffe ich es, wieder eine kritische Masse zu finden, die nicht nur jetzt bei einem einzelnen Topos etwas tut, sondern als Bewegung die Gesamtgesellschaft ins Visier nimmt. Ja? Die Umweltbewegung, die Friedensbewegung in Deutschland hat das teilweise geschafft in manchen Jahren und ist aber wieder zerbröselt, weil ihr Fokus nicht auf die Gesamtgesellschaft gerichtet war. Und der Niedergang, das meine ich jetzt gar nicht pejorativ, ja, sondern nur deskriptiv, der Arbeiterbewegung ist das typische Resultat geänderter gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir moderne Kommunikationstechnologien und so weiter als Instrument nutzen, diese, und darauf beharre ich mit gewisser Störrigkeit, diese gemeinsamen Solidaritätserfahrungen für die Leute wieder sinnlich wahrnehmbar werden zu lassen. Die Dorfgemeinschaften lösen sich auf irgendwie, alles wird irgendwie verflüssigt in gewisser Weise. Und da haben wir noch keine Antwort darauf, wie wir darauf reagieren. Aber neben dem, dass wir eben sagen, was geht nicht oder momentan schwierig, außer singuläre Events, vielleicht bitte, dass wir auch schon sagt, in eurem Kontext, in dem ihr tätig seid, was es an konkreten Sachen gibt vielleicht. Also, weil das, die Gelegenheit gibt es sehr wohl. Wir haben auch Leute, die im Parlament tätig sind. Was haben Sie, welche Tool habt ihr, wo kann man da, wo gibt es da Gelegenheit mitzumachen? Magst du zuerst? Aber du wolltest zuerst noch generell was sagen. Nein, ich mische mich da nicht ein, sonst bringen Sie Ihre Tools und dann... du hast das ganz richtig gesagt. Das ist genau der Punkt, den ich versucht habe vorher anzusprechen. Wir verlieren die Handlungsfähigkeit aufgrund dieser Individualität, wo jeder damit glücklich ist, zu glauben, wenn er irgendwas liked oder twittert oder irgendwas wegschickt, dass das irgendwas bringt. Ja, und in Wirklichkeit bestenfalls jenen, die jetzt Macht haben,
sagt, na Gott sei Dank sind die damit beschäftigt. Aber jetzt sind die Tools. Bitte, jetzt sind die Tools, weil es gibt tatsächlich sind auch junge Leute da und die sehr aktiv sind. Also wie viel sollen das schon auch nützen als Austausch von dem, was es gibt? Bitte. Also ein Tool. Das ist das Wort des Tages, des Abends. Ich habe zuerst ganz kurz erwähnt, diese Sustainable Development Goals. Ja, das sind 17 Ziele und da geht es um so Dinge wie Beseitigung von Armut und Hunger, also Versuch von Ungleichheiten innerhalb von Ländern, aber auch zwischen Ländern abzuschaffen, eben Zugang zu Institutionen, zu Gerichten etc., Schutz des Lebens unter Meer, Schutz des Lebens am Land, Zugang zu gesunder Nahrung, nachhaltige Städte. Also es ist ein ganz breites Themenfeld, das diese 17 SDGs umfassen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir im Parlament unpackbar schwer tue, diese 17 Ziele haben 169 Unterziele. Und ich kann nicht Expertin für 169 Dinge sein, das ist ganz unmöglich, wäre Scharlatanerie. Und wir haben diese SDGs sind von der UNO-Generalversammlung im Oktober 2015 beschlossen worden. Und ziemlich bald danach, auch auf meine Initiative oder auf meine Suchen hin, ja, haben sich ganz viele NGOs zusammengeschlossen aus Behindertenvereinen, aus Frauenvereinen, aus Umweltvereinen, aus entwicklungspolitischen Vereinen und bilden jetzt den sogenannten SDG Watch. Es sind mittlerweile 133 NGOs dabei Mitglied und vernetzen sich, um einfach auch gemeinsam zu schauen, wie sie in Richtung Regierung pushen können, dass diese Ziele auch in Österreich umgesetzt werden oder Österreich was dazu beiträgt, diese Ziele anderswo umzusetzen. Wobei die Frage von unterschiedlichen Einkommen von Männern und Frauen oder die Frage von Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt natürlich auch in Österreich ein Thema ist. Thema bleiben, ja? Beim Rechtsschutz in Gefahr. Die SPÖ stellt nämlich einmal an, auch Staatsanwälte, Richter, Verwaltungspersonal, ne? Wird ja wohl so sein. Ne? Also Stellen ist übertrieben. Naja, im BSA sind genug davon. Sind nicht leder, aber, ja. Ich bin selbst Juristin, bin Rechtsanwältin, bin interessiert, dürfte nicht den Mund aufmachen, wenn ich es noch nicht aufgemacht habe und nichts getan habe. Ja. Aber ich denke mir, wir müssten ja bis zu einem gewissen Grad, nämlich wir Juristen, ja, bis zu einem gewissen Grad alle gleich ticken oder zumindest eine gewisse Sicht. Nein, das glaube ich schon. Ja, gibt es nicht die Möglichkeit, Informationen anzubieten und jetzt Sie, Herr Kollege Knoll, auf der Uni zum Beispiel, wird da was gemacht? Wird da was gemacht zu diesem Thema? Also ich kann es nur, weil du genannt hast, im BSA, es gibt die Juristinnengruppe im BSA. Ja, die gibt es. Die Menschen, die in der Zivilgesellschaft werden die von denen, die Profis sind, in dem Sinn, dass sie diese Gefahren erkennen, dass sie sich artikulieren können, dass sie sogar historisch ableiten können, werden die animiert, etwas zu tun? Also ich kann jetzt nur, ohne dass ich jetzt eine intime Kennerin des BSA und geschweige denn der Juristinnengruppe des BSA bin, aber ich weiß, dass sich die regelmäßig treffen und zu irgendwelchen Themen, die im juristischen Umkreis sind, sich austauschen und informieren und auch Pläne schmieden. Also wenn Sie da vernetzt werden wollen, kann ich gerne die Vernetzung anbieten, aber da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr. Ja, aber es geht ja nur um die Vernetzung, weniger, die interessiert sind, weniger um Aufklärung. Das sind ja schwierige Themen. Also, vielleicht, ich war lange genug Mitglied der Juristengruppe des BSA und bin meinem Ausschluss zuvorgekommen durch Austritt, wie ich kandidiert habe, für die Liste Pilz. Es gibt eine Vielzahl von Vereinigungen, wo man mitmachen kann, klarerweise. Die sind froh über jedes neue Gesicht dort, freuen sich darüber. Und das macht auch Sinn, wenn man Informationen haben will, wenn man zuhören will, wenn man sich wo einbinden lassen will. Ja? Ich sehe nur weit und breit nicht das kritische Potenzial, ja, das wirklich auch nur das Interesse der vermachteten medialen Öffentlichkeit erwartet. Ja? Wenn der BSA eine Stellungnahme zu irgendwas macht, dann heißt das, das sind die SPÖler irgendwie. Ja? Das wird schnell abgewertet. Ich bin sehr viel bescheidener als du. Ich denke mir, wir müssen allesamt wieder lernen, in allen Lebenssituationen, in denen wir selbst stecken, den Mund einmal mehr aufmachen, als wir sonst einfach tun. Ja? Das ist ein ganz bescheidenes Ziel. Ja? Nähert sich aber meines Erachtens von der richtigen historischen Beobachtung, Reformen oder Sicherungen des bestimmten fortschrittlichen Status quo sind überhaupt nur dann gesichert worden, wenn es ein gewisses Quäntchen an Leuten gibt, über die Stränge schlagen.
Also ein bisschen mehr wollen und das lautstark als das, was gerade ist. Sonst kann man nicht einmal das halten, was gerade ist. Ja? Und also ich sage das jetzt einmal relativ ungeschützt. Die SP war immer dann wirklich gesellschaftlich reformerisch, wenn sie das Gefühl hatte, links von ihr tut sie was und da muss sie integrieren, weil sonst laufen uns die Leute weg. Das war in der ersten Republik so, das war nach 68 so. In dem Moment, wo es links von der SP nichts mehr gibt, wandert sie wie ein Naturgesetz nach rechts. Ja? Und das kann man ganz schön beobachten. Ja? Und dann gibt es so Facetten der Geschichte, die wir auch lernen können. Ja? Wie ist die Diktatur in Spanien zu Ende gegangen? Na gut, der Franco ist gestorben, aber da hat es gewaltförmige Auseinandersetzungen geben müssen, damit man das überhaupt geschafft hat. Ja? Und es musste in allen Ländern der letzten 150 Jahre, es brauchte Streiks, es brauchte Widerstand, es brauchte zivilen Ungehorsam, um überhaupt nur das zu sichern und zu erkämpfen, was wir jetzt ganz selbstverständlich als Menschenrechte haben. Und wenn wir das verteidigen wollen, dann sage ich jetzt einmal ganz individualistisch, ohne dass mir was Besseres einfällt, wir müssen einfach in allen gesellschaftlichen Lagen und in allen persönlichen Lagen, wo wir uns befinden, entschlossen den Mund aufmachen und dadurch Solidarität erfahren, dass es immer Leid gibt, die uns dann unterstützen auch. Und nur dann, wenn ich diese gemeinsame Erfahrung gelingenden Widerstands oder Solidarität in dieser Gesellschaft wiederherstellen kann, auf allen möglichen Ebenen, im Kasperltheater, in der Kindergruppe, genauso wie in der Umweltbewegung, gegen das Murkraftwerk, genauso wie gegen die Tempoerhöhung auf 140, das ist vergleichsweise egal. Wenn wir bei diesen Gelegenheiten es schaffen, wieder Leute dazu motivieren, die Zuversicht zu gewinnen, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Und nur dann, glaube ich, gibt es eine Chance, das, was da so noch einmal im Titel ist, die Gefahren für den Rechtsstaat gering zu halten, weil der ist immer gefährdet. Schon deshalb, weil das lauter Juristen sind, die dort sind. Ja? Und gleichzeitig die Gefahr einer illiberalen Demokratie nicht noch größer zu werden. Und bürgerlich-parlamentarische Demokratie war in uns immer illiberal und hat diejenigen ausgeschlossen, die nicht verträglich waren. Ja? Aber es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es geht um Grade, es geht um graduelle Dinge. Und momentan sehe ich nicht, dass in diesem Land außer Windstille etwas anderes wäre. Und diese Windstille, die muss man beseitigen durch den Mund aufmachen. Andererseits, tut mir leid. Ja? Andererseits, gar so windstill finde ich, es ist ein bisschen Ruhe noch, aber ich glaube, es ist eine Ruhe vom Sturm. Weil ich, doch, wir, die schon seit 30 Jahren und wir sind schon ein bisschen, ja, das kennen wir schon alles und auch und so. Aber ich bin erstaunt, wenn ich mit Leuten spreche, wie schnell, wie wenn man da ein bisschen an der Oberfläche kratzt, wie schnell die wirklich sauer sind auf das, was da jetzt passiert. Und wie sehr sie ihnen langsam bewusst wird, dass es sie betrifft. Und wie schnell sie sagen, da kann man eh nichts machen. Nein, das ist schon das Gesundere der Älteren. Aber es sind auch Jüngere da, nein, das ist nicht wahr. Ich war auch wirklich überrascht, wie schnell die Staatsanwälte und die Rechtsanwälte schon sich auf der Straße waren. Und also ich glaube, dass... Und nicht wenig, 5.000. Das sind nicht die typischen Demonstranten. Die Jungen. Die Jungs haben wir selber. Nur ein paar Jahre. Na, ich wollte nochmal das Thema Investigativjournalismus aufgreifen. Und zwar, es wurde ja vorher sehr schön angesprochen, diese frühere Aufgabe der Medien, das, was als komplex und mysteriös in der Politik erachtet wird, in verständlichen Worten an die Bevölkerung zu bringen. Nur ich glaube, was heute oder was der Hauptgrund ist, warum diese Aufgabe so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ist die Tatsache, dass die Bevölkerung immer skeptischer wird, ob da nicht auch eine gewisse politische Agenda dahinter steht. Ja, genau. Und ich habe mich in den letzten Monaten sehr stark damit beschäftigt, wie eigentlich irgendwelche Medienartikel verfasst wurden. Und ich finde schon, dass sehr deutlich wird, teilweise wird das nicht einmal wirklich versteckt, dass die Schreiber aus einem ziemlich linken Spektrum kommen. Also ich habe beispielsweise, das war so ein bisschen der Gipfel des Ganzen, habe ich in der Tagesschau eine Analyse über die italienische Wahl geschrieben, wo geschrieben wurde, wortwörtlich, einen proeuropäischen Lichtschein wie Macron in Frankreich gebe es nicht in Italien. Und da denke ich mir, was ist Lichtschein denn für ein normativer Begriff? Das kann man ja nicht
darstellen, als wäre das jetzt was wahnsinnig Objektives. Und ich glaube natürlich, dass die Leute deswegen sehr skeptisch werden. Man sieht ja, dass es diesen Investigativjournalismus eben durch Kontrast oder Falter gibt. Aber wenn wir jetzt hier schon einen Abgeordneten der Liste Pilz haben, kann ich das jetzt vielleicht ansprechen, wie beispielsweise der Falter diese Aufdeckung über Peter Pilz veröffentlicht hat. Auch erstmal das Erste, was zu lesen war in den Kommentaren, steckt da nicht irgendeine politische Agenda dahinter? Versuchen irgendwelche politischen Gegner den loszuwerden. Aber ich finde, genau diese Kommentare sind wahnsinnig berechtigt auch, weil man wirklich, wenn man sich länger mit den Medien befasst, durchaus öfter mal sieht, dass da gewissermaßen schon Worte, zumindest Worte auf jeden Fall, Fakten kann ich jetzt nicht nachrecherchieren, aber Worte auf jeden Fall so verdreht werden, dass ein gewisses Bild rüberkommt von was richtig und was falsch ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Leute immer mehr dazu neigen, auch wirklich die Informationen aus erster Quelle zu beziehen, und zwar beispielsweise von irgendwelchen Seiten, Facebook, Twitter, von Politikern selber, weil sie zumindest da das Gefühl haben, sie können nicht manipuliert werden. Das war jetzt gut, das war wirklich gut. Ja. Also zumindest meine Facebook-Meinung ist auf meinem Facebook-Profil nicht manipuliert, das stimmt. Ja. Ja. Ja, aber Entschuldigung, das trifft ja genau den Kern des Problems. Ja? Ich bin ja auch für die Aufklärung. Ja? Und ich bin auch dafür, sozusagen, empört euch, erhebt euch, erhöht eure Stimme. Ne? Aber ich war jetzt doch relativ ruhig auch. Wir können nicht die gleichen Mechanismen, die vor 30, vor 40, vor 20 Jahren funktionieren, die funktionieren heute nicht mehr. Und wenn Sie sagen, ich gehe lieber auf Facebook, weil dort bin ich sozusagen, da bekomme ich das Original Stimme des Politikers, ja, dann sitzen Sie ja genau in dieser Falle, vor der ich zuerst hinweisen wollte. Ja. Ihr Facebook-Auftritt, ja, der ist von Ihnen, ganz ehrlich. Ja. Der von Kurz ist von Kurz, ganz ehrlich. Und der von Strache, ganz ehrlich. Und der von Noll, von Noll. Ich hab kein Handy. Er ist ein egal, es ist von allen denen ganz ehrlich, ihr Auftritt. Nur die Ebene darüber, mit der wir heute nicht zurechtkommen, ist, dahinter steckt noch ein Algorithmus, der entscheidet, was sehen Sie denn wirklich. Ja, ich habe das einmal für ein Buch zusammengestellt, was diese sozialen Medien an Content, also an den Inhalten produzieren. Das ist etwas, was Sie, wenn Sie nur ganz, ganz geschwind schauen, nur so ganz oberflächlich, immer nur so drüber lesen und so, sind das 65.000 Jahre pro Tag. Ja, und das war aber vor 10 Jahren, habe ich diese Analyse gemacht. Heute sind wir wahrscheinlich schon bei 300.000 Jahren. Das heißt, wir sind hier einer Technologie konfrontiert, nicht ausgeliefert, das ist, will ich betonen, konfrontiert, mit auf der ich eigentlich die Antworten vermisse. Ja? Ja, ich bekomme dann als Antwort, ich bin ja auch auf Facebook, wir haben jetzt auch eine Facebook-Gruppe gegründet und was da lächerlich. Ja? Ja, wir müssen raus aus dieser Blase. Ganz kurz, wir haben versprochen, ja. Part 9 aufzuhören, weil der Alfred dann... Was ich jetzt wiederum als Laie in dem Sinn, dass ich mich mit Datenrecht und Datentechnik vor allem nicht auskenne, was mir aufstößt, ist, mir kommt es so vor, wie die Diskussion, die sich vor 200 Jahren oder so betreffend die Eisenbahn abgespielt hat. Gefährlich wollen wir nicht, dürfen wir nicht, und sie ist gekommen, wenn man sie genutzt hat. Ein Fachmann wie Sie, warum kann der das nicht umdrehen? Ich kann sie, ich komme damit sehr gut zu. Kennen Sie die Geschichte der, ich glaube, mit der Reconquista Internet oder so, dieses Spiel kann es einfach umdrehen, einfach nutzt. Ja, einfach nutzt. Ja, ist cool, ja. Mit denselben bösen Absichten, ja, und mit möglicherweise denselben guten Ergebnissen, also in dem Fall mit den guten Ergebnissen. Das ist naiv, was... Für diese kleine Bewegung, ja, oder für eine, weiß nicht was. Ja, das ist jemanden, der da einen Zusammenbringen wünscht, muss doch nutzbar sein. Sorry, das ist naiv, was Sie sagen. Ja, Facebook hat zum Beispiel, weil es eine Sicherheitsdebatte gegeben hat, hat 10.000 Sicherheitspersonen angestellt. Ich habe gewartet, habe mir gedacht, jetzt bin ich neugierig, wer von den Medien fragt nach, was das für Leute sind, die da angestellt werden. Wissen Sie, was das sind für Leute? Das sind 10.000 3-Dollar-Jobs, Filipinos, die nichts anderes tun, als Brustwarzen wegklicken. Das nennt Facebook mit Sicherheit. Ja, in so einem Milieu können Sie nicht eine Gruppe aufbauen. Ja,
Das ist eine Technologie, die weg von Europa ist. Das ist eine diese Auseinandersetzung führen wir nicht. Ja, wer glaubt, er macht halt auch einen Facebook-Account und dann kann er dort irgendwie was tun und kann sich auch vernetzen und so. Das ist lächerlich. Sorry. Ja, wir müssen uns zusammenfinden. Wir müssen so politische Subjekte werden. Das stimmt. Ja, ich kann Ihnen nur zwei... Ja, aber das ist nicht da, dieses Tool. Das ist unser Problem. Alfred darf noch was sagen, Entschuldigung. Weil Alfred muss dann gehen. Also, auch auf die Gefahr, dass ich überhaupt als Troglodyt, das heißt als Höhlenbewohner, steinzeitlicher irgendwie bezeichnet werde. Ich halte dieses ganze Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram für eine Fehlentwicklung der Menschheit. Ja? Und zwar, ich sage Ihnen auch warum. Nein. Ich sage ja auch warum. Weil ich in meinem Empfinden und Spüren so altmodisch bin, dass ich nur Leuten glaube, denen ich in die Augen schauen kann und die mit mir reden. Ja? Das ist meine altmodische Art, mit der sozialen Wirklichkeit umzugehen. Ich habe noch nie dem geglaubt, was mir vom Fernseher, von den Zeitungen oder wie auch immer gekommen bin, weil nur dann, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann kann ich ihn auch beim Krawattel nehmen und mich selber davon überzeugen, ob er wahr spricht. Ja? Und dieses Gebot, dieses Postulat, sprich wahr, ist einfach ein grundbürgerliches. Ja? So bin ich heute erzogen worden irgendwie. Wer mir nicht gegenüber sitzen kann oder mir anonym was postet, Entschuldigung, der geht mir am Arsch vorbei irgendwie. Und mein Wohl davon abhängig zu machen, ob jemand ein grünes oder ein rotes Strichel macht oder ein Like oder nicht, das finde ich so jenseitig, außerplanetarisch, ja, dass ich bis heute zu wenig Empathie habe, um diese Leute überhaupt zu verstehen. Ich verstehe es wirklich nicht. Doch, um das geht schon. Weil wenn man glaubt, mit diesen Kommunikationstechniken etwas anderes bauen zu können, dann fällt man genau auf das herein, was wir aufgrund der technischen Entwicklung über die letzten 150 Jahre ganz, ganz hautnah erleben. Wir können mehr herstellen, als wir uns vorstellen können. Da kommt wieder. Nein, das ist es nicht. Die Art und Weise der Informationsweitergabe bildet uns. Und jetzt komme ich nochmal mit jemandem, mit dem Alfred Rödlitschka. So lieb ist der liebe Gott auch nicht, dass er uns die Form ganz ohne Inhalt schenkt. Die Form selber macht mir etwas mit uns. Und wenn wir uns Medium, ja. So ist es. Und wenn wir uns dieser Tools dauerhaft bedienen und sonst nichts mehr haben im Leben, weil wir glauben, soziale Akzeptanz entsteht nur durch die Likes in der Facebook-Gruppe, dann konfiguriert das unser Hirn neu. Und genau das passiert momentan. Ja? Und darum bin ich so skeptisch gegenüber den Dingen. Ja, also Sie müssen sich doch einfach nur das ganz Praktische vorstellen. 65.000 Jahre Inhalt wird jeden Tag produziert. Das muss leider wirklich gehen. Ja, okay. Tut mir leid, aber ich habe leider noch einen Termin.